Hier spricht Ustra, willkommen zurück in der YOLO-Kolo, willkommen zurück bei RimWorld. Und ja, hier wird ein weiteres Haus gebaut, langsam aber sicher, denn wir werden langsam eine ganze Menge Leute. Hier sieht man es, wir sind viele. Und ich hoffe, wir werden noch mehr. War jetzt irgendwas am Ausstehen? Greifen uns wieder irgendjemand an? Ich bin ja nicht gerade up to date, wir gucken uns mal lieber auf der Karte um. Sieht aber alles friedlich aus. Macht euch hier über den, weiß ich nicht, über den See des Blutes keine Sorgen. Das ist, heilige Scheiße. Das ist ganz normal für diese Jahreszeit. Das ist, Frühlingsfieber. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall alles in Ordnung und nicht zu crazy. Und wir sind im Moment dabei, Dinge zu tun. Wow, wir haben von Lavender Alpaka-Wolle gekriegt und ich finde Alpaka-Wolle cool. Kann man irgendwas aus Alpaka-Wolle machen? Wir wollen mal eben schauen. Ja, wir können auch Dinge aus Alpaka-Wolle herstellen. Das ist etwas. Ich glaube, das ist eine coole Sache. Wenn wir schon mal hier sind. Was können wir denn noch machen? Wir machen im Moment ein T-Shirt. Oder wollen zumindest machen. Ja, lass uns doch mal ein T-Shirt machen. Warum nicht? In dieser Folge werden wir übrigens... Habe ich den Tieren nicht gesagt, die Alpakas sollen in ihrem Alpaka-Stall bleiben eigentlich? Das wär für das weitere Vorankommen der Sache ganz cool. Wenn die Alpakas auch in ihrem Alpaka-Schrank bleiben könnten. Aber gut. Hier im See des Blutes... Ja gut, bis wir da sind, haben die Boomrats und auch die Grizzlybären hier unsere Nährpaste gegessen. Die jetzt abgestürzt ist vom Nährpasten-Zeppelin. Und die hat mir gesagt, man kann Folgendes tun. Man kann nämlich diese im Besitz nehmen und abreißen. Und so kommt man an die Dinger ran. Ich habe immer gedacht, man muss die irgendwie einschmelzen, wie man auch diese Maschinen weiß ich gar nicht, wie die heißen, Mechanoiden. Heißen die so? Diese Mechanoiden einschmelzen muss, um dann weiterzukommen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was der Generator jetzt genau befeuert, weil, er erzeugt nicht unbedingt viel Energie an dieser Stelle. David ist ja noch am Knacken. Bald auch in seinem eigenen Hütchen, macht dir keine Sorgen, das kriegen wir schon hin. Und heute werde ich am Partyraum bauen, der auch gleichzeitig ein zweiter Aufenthaltsraum wird. So wird es ungefähr sein. Dieses Zimmer ist definitiv groß genug. Und deswegen machen wir... Ich mache mir hier Sorgen, meine Freunde. Denn dadurch, dass hier dieser Überhang ist, möchte ich nicht unbedingt... dass jetzt der Hang abstürzt. Deswegen möchte ich ungern hier in den Felsen bohren. Für unseren Partyraum. Zumindest nicht von der Seite. Und deswegen machen wir das nämlich jetzt wie folgt anders. Und bauen das hinterher um. Aber einfach nur, um sicher zu gehen, dass da nichts kaputt geht, werden wir uns hier durchbohren. Und werden dann hier runter bohren in den Partyraum, der ungefähr so groß sein wird. Na, damit ihr jetzt ungefähr Bescheid wisst, was wir als nächstes machen. Dann können wir auch gleichzeitig hier unsere Krankenstation etwas erweitern, denn ich finde das so ganz gut, wenn die so nebeneinander waren. Wir konnten letztes Mal beobachten, wenn die krank sind, reden die miteinander. Wenn die nebeneinander liegen. Und das finde ich ganz gut. Ich denke mal, das wird die Laune etwas verbessern. Außerdem werde ich euch hier mal Schlafplätze reinmachen, meine Lieben. Für Alpakas brauche ich da wahrscheinlich ziemlich große Tierbetten. Alpaka-Wolle. Oh, guck mal hier. Ich kann aus Alpaka-Wolle Tierbetten machen. Dann machen wir euch doch aus eurer eigenen Wolle erstmal ein schönes Bett. Ist doch was. Außerdem machen wir noch ein Alpaka-Wolle-Bett hier in das Zimmer. Hier in der Ecke. Da kommt nämlich dann Solai rein mit seinem Schlafplatz. Ich glaube, das ist eine coole Idee. Ne? Okay.
Außerdem wird das hier hoffentlicherweise Robin werden. Wir haben übrigens noch jemanden, der sich freiwillig für diese Kolonie gemeldet hat, wo ich ein bisschen erstaunt bin, dass sich überhaupt jemand hier auf diesen Kampf einlässt. Kampf gegen die Natur, Kampf gegen... Ah, da kommt langsam wieder der Strom hoch. Kampf gegen so ziemlich alles, was negativ ist. Und wir haben immer noch kein Essen. Ach ja, da war ja was. Ah! Wir verhungern langsam, aber sicher. Haben nur noch 3 Mahlzeiten für gefühlte 200.000 Leute, die wir hier füttern müssen. Wie kommen wir an was Essbares? Hier ist auch viel. Oh, wir können den Grizzlybären jagen. Machen wir das doch mal. Moment mal. Achtung, Tiere der Gattung Grizzlybären werden oft angreifen, wenn sie verletzt wurden. Okay, das ist nicht schlimm, denn wir haben ja hier Mona, die auch schon losgeht. Geh mal nicht alleine. It's dangerous to go alone. Better take a Yoshinoya with you. Ihr beide geht mal hier rüber. Ja, und ihr macht diesen Grizzly platt. Dafür muss ich mal das ganze Game ein bisschen langsamer stellen, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Deswegen sind wir ja zu zweit, ne? Na, lass uns mal hier durch. Go, go. Wie sieht's beim Grizzlybären aus? Geht so. Nice. Schön erschossen. Nehmt den mal mit, den könnt ihr gleich essen. Verarbeitet Schlackelbrocken zu Metall. Okay. Vielleicht sollten wir uns erst um den Grizzlybären kümmern, um aktuell auch Essen zu machen. Ist meine Idee. Könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Ist jetzt nicht so. Schon wieder eine Wolle. Wie viel Wolle macht denn so ein Alpaka? Das ist ja unfassbar. Naja. Das werden wir gleich sehen. Jetzt werden wir erstmal diesen Grizzlybären zu was Leckerem verarbeiten. Ich hoffe, der gibt ein bisschen Futter. 3, boah, das ist ja nice. Sehr schön. Ja, es gibt also auf jeden Fall ein wenig zu essen, das wir hier gebrauchen können. Wir werden unsere Farm auch, glaube ich, noch etwas erweitern. Denn man muss ja nicht so viel dafür tun, dass das wächst. Deswegen machen wir hier nochmal 2, 3 Anbauzonen. Wie groß haben wir die gestaltet? Kann man das hier sehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6x6 Felder. Man muss es doch abzählen, schade. So, also 6x6 Felder. Man hätte es wahrscheinlich auch sehen können. Was bauen wir denn noch an? Was gibt es noch irgendwas Interessantes? Wir können noch mehr Reis anpflanzen. Und nochmal ein... was haben wir denn hier? Kartoffeln, Reis, Heilwurzeln, Mais, Erdbeeren... Und dann machen wir hier nochmal Mais, weil Mais dauert super lange, aber ich glaube, Mais ist super gut für die Leute. Also eine Win-Win-Situation. Und das Ding ist schon kaputt gegangen. Schön. Was haben wir denn davon gekriegt? Das habe ich natürlich jetzt nicht gesehen, ne? Wir haben ein paar Bauteile. Und relativ viel Stahl. Ich würde hier super gerne hier Verteidigungsanlagen reinbauen. Und hier vielleicht auch. Das wäre eine Sache, die wir gebrauchen könnten. Aber ich bin mir nicht sicher. Solange im Moment niemand verhungert, reicht mir das eigentlich schon. Wie sieht es bei Trombo aus? Bekommt Essen. Ist aber hungrig. Aber seine Stimmung ist trotzdem ziemlich ausgelassen. Das freut mich. Na? Vielleicht schließt er sich ja unserer Sache an. Dann können wir gleich wieder jemanden losschicken, um vielleicht nochmal das eine oder andere gefährliche Tier loszuwerden. Oh, was ist das? Auch ein Raumschiffstück, okay. Das eine oder andere gefährliche Tier loszuwerden, welches wir eventuellerweise essen möchten. In diesem Punkt bin ich fast schon... Da war doch jemand auf der Durchreise. Können wir den nicht essen? Wir sind doch eh blutrünstig, haben wir doch entschieden. Pumrattenleder, da ist der Puma gestorben.
Hier ist irgendwie Schieferzeug. Hier unten gibt es noch ein paar Rehe. Aber nicht allzu crazy. Wir hätten die Schweine kaufen sollen, als wir die Chance dazu hatten. Ist nur meine Meinung. Mona konnte ihr nicht anwerben. 2,4%, das ist nicht viel. Und untätig ist David. Warum? Was hast du denn nicht zu tun, David? Come on! Du musst arbeiten! Für das Volk! Für unseren Reichtum! Und ich kann dir irgendwie nicht wirklich irgendwas geben. Ich kann dir Forstwirtschaft geben, wenn du das möchtest. Außerdem kann ich dir auch Jäger darlegen, wenn du denn jagen kannst. Na, du hast ein Messer, du könntest aber auch eine Pistole nehmen. Mach das doch einfach. Hier habe ich noch eine für dich. Why the fuck not? Alles klar. Vielleicht ist das etwas besser. Ich hoffe, unsere Alpakas werden auch nicht verhungern. 21 Trockenfutter ist noch da. Vielleicht werden sie doch verhungern. Wir wissen es nicht. Viele Dinge passieren. Viele Dinge müssen neu bedacht werden. Ich brauche einen extra Generator und ein extra... Apropos, lasst uns mal eben hier gucken und das von unten abreißen. Ihr wisst genau warum und nicht nach oben. Um mal zu sehen, was wir da haben. Vielleicht lohnt sich's ja. Gebiet freigeschaltet. Es ist einfach ein leeres Gebiet. Schön, das freut mich. Da können wir nämlich diesen Ort hier nutzen, um dort Batterien reinzusetzen. Und wir machen hier nochmal eventuell, ich baue das hier mal weg. Da können wir eventuell das hier abbauen und hier nochmal Solarzellen hinmachen, womit wir dann diese Batterien befeuern. Und diese Batterien werden dann hier oben selbst Schussanlagen, denke ich mal, speisen. Die sind dann weit genug weg von der Kolonie, dass die nicht super hässlich sind, sodass die Leute sich die ganze Zeit bedroht fühlen. Und dann passt das schon. Wie viel Essen haben wir? Ah, 7 Mahlzeiten. Ist nicht das meiste. Auch weil die Leute relativ viel essen. Und wie ist es, in der eigenen Wolle zu schlafen, ne, Solai? Qualität ist schäbig. Freut mich eigentlich nicht so. Es ist auch im Moment niemand da, der mit uns handeln möchte. Schade. Na gut, dann lass uns doch mal hier unten... Ich glaube, wenn wir hier 2 Batterien reinmachen... Wir machen hier ein Stromkabel so und dann kommt das Stromkabel. Ja. Hier lang weiter. 2 Batterien sollten reichen. Da kommt nämlich da ein Schalter hin. Und von diesem Schalter aus geht dann der Strom weiter hier hoch. Müssen nur mal eben gucken, wie. So eventuell. Und dann bauen wir hier unten noch eine Solaranlage hin. So. Und das sollte dann der Ausschlag sein für einen relativ interessanten Ort. Hirsch wurde gezähmt. Ein Hirsch wurde zahm. Er wurde Hirsch 1 genannt. Ja, schön. Da kommen wir gleich nach Hause. Hier, kommen wir in den Alpaka-Stall rein. Dann wirst du direkt gleich erstmal, Oh, hallo. Von da kommt auch ein Überfall. Die haben Energiewaffen. Das ist natürlich geil. Die hätte ich gern. Und 2 Energiewaffen. Okay, jetzt ist nur die Frage, ob die von oben oder unten kommen. Obwohl das mir an der Stelle relativ wurscht ist. So, da kann ich nämlich den Hirsch schlachten. Das tut mir leid, aber... So sind nun mal die Dinge, die wir hier tun. Wir müssen essen. Irgendwann, zumindest. Das sind 4 Leute. Das kriegen wir irgendwie unter Kontrolle. Da werden wir gleich... einen kleineren Kampf haben. Wir sind aber auch genug Leute, die sich langsam zur Wehr setzen können. Es ist nicht so, als ob wir jetzt nur noch... ihr seht die Situation. Das kriegen wir schon gewuppt. Solange hier Dinge wachsen, vor allen Dingen. Und wir was essen können und wir nicht gleich die Leute starten ihren Angriff. Dann speichere ich jetzt mal und würde sagen, den Angriff sehen wir in der nächsten Folge. Hier von RimWorld. Wir sind auch bald so weit, dass wir den Partyraum aufhaben. Der wird nach hier unten geöffnet. Das wird richtig chillig. Mit VIP-Eingang und Türsteher. Und eventuell auch mit Disco-Kugeln. Wir wissen es noch nicht. Aber es sieht so aus, als ob die nach hier oben unterwegs sind. Das ist nämlich sehr gut. Hier in unserem Gang des Todes können wir gleich die Gegner erwarten in der nächsten Folge. Ihr seht, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin.